Willkommen zu meinem Draw My Year 2023. Schön, dass du auch dieses Jahr wieder bei meiner Tradition dabei bist. Das Jahr begann für mich direkt im Zweispieler-Modus, denn eine Woche bevor mein perfektes 2022 endete, lernte ich Linchen, aka Prinzessin Anton, kennen und bin sie auch bis heute nicht mehr losgeworden. Reingefeiert habe ich 2023 bei Baumi in Nürnberg und schon am 1. Januar ging es für mich weiter nach Graz in Österreich, wo ich ein paar Tage Urlaub bei und mit Kim gemacht habe. Wandern, Städtetrip, Sauna. Perfekter Start ins Jahr. Danke und Grüße nach Österreich. Im März ging es dann weiter auf eine Businessreise. Ich bin mit 21 anderen Influencern und Produzenten aus der Online-Szene für eine Woche nach Madeira geflogen. Wir haben gemeinsam Videos gedreht, uns mit Workshops ausgetauscht, waren auf Wanderungen und haben gemeinsam gekocht, gebacken und Spiele gespielt. Es war wie eine Klassenfahrt, nur ohne die nervigen, asozialen Mitschüler oder Lehrer. Außerdem war es auch meine erste gemeinsame Reise mit Prinzessin Anton und das, obwohl wir uns noch keine 12 Wochen kannten. Weiter ging es im April mit einer Jobanfrage, mit der ich vorher nie im Leben gerechnet hätte. Meine Mitlieblingsband Kerbholz hatte mich als Videografen für ihre 2023er Frühjahrstour angefragt. Allerdings bin ich an dem Morgen, an dem ich mich auf den Weg zum Tourbus machen sollte, mit Corona aufgewacht. Der Job ging an wen anders, für mich blieb das Tourfinale in Oberhausen. Immerhin. Nur einen Monat später ging es dann allerdings mit meinen Freunden von den Ogmonics auf Tour. Wir begleiteten JBO zusammen durch Hamburg, Hannover und Bochum. Dort habe ich nicht nur wie üblich die Tourvlogs gedreht, sondern habe auch das Musikvideo zum Hit Roland Kaiser produziert. Singe Lieder über Liebe und Geschlechtsverkehr und die Damenwelt begehrt mich dann viel mehr. Liebe Ogmonics, mit euch auf Tour zu sein ist für mich das krasseste Lebensgefühl ever. Ich freue mich auf die Tour 2024 mit euch. Und im Mai habe ich dann 5 Jahre Selbstständigkeit gefeiert. Unglaublich, aber ich darf schon seit 5 Jahren für mich selbst entscheiden und jeden Tag das tun, was ich liebe. Da das Wetter dann langsam warm wurde, habe ich mir meine Prinzessin und ein paar Freunde geschnappt und ein verlängertes Wochenende Strandurlaub in Holland gemacht. Außerdem habe ich 2 Freiwillkonzerte in Leipzig und in Köln besucht, was auch unglaublich geil war. Zusammen mit Moni haben wir bei den Toten Hosen in Luxemburg in meinen Geburtstag reingefeiert und ein paar Tage später waren wir zusammen bei Rock am Ring. Außerdem startete im Mai ein 6-monatiges Projekt mit der Ganske Media. Wir begleiteten die Rohrleitungsbauer Robin und Dominik aus Bremen und produzierten Videos für den TikTok-Kanal Pipeline31. Dieser gewann sogar kürzlich einen Award. Ich werde das Ding zwar nie zu Gesicht bekommen, aber es ist doch schon ein schönes Gefühl, wenn ein Projekt, an dem man mitgearbeitet hat, ausgezeichnet wird. Grüße gehen raus an Robin, du alter Grubenkeck. Ein weiteres Projekt, das ich zu diesem Zeitraum geschnitten habe, waren die TikToks von Paulina und Laura von Mordlust. Aufgrund von Zeitdruck ist es zwar aktuell eingeschlafen, aber ich freue mich schon, wenn es damit weitergeht. Grüße gehen raus an die zwei. Im Juni habe ich mir die DEFCON 1 in Holland angeschaut und war wie immer auf dem Kerbholz-Heimspiel. Dieses Mal allerdings nicht nur als Gast, sondern ich habe den offiziellen Aftermovie für Kerbholz produziert. Bleiben wir doch direkt bei Konzerten und Festivals. Die gingen im Juli nämlich genauso weiter. Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und war zusammen mit Andy, Franzi und Onkel Rosi bei Pink in Köln. Das war für mich definitiv das beste Konzert in diesem Jahr. Auf der GONT war ich auch, habe aber Magen-Darm bekommen und mich eingeschissen. Grüße gehen raus an das Medical Center am Lausitzring. Ich will nicht beleidigt werden, schämt euch einfach. Es folgte ein weiterer Wochenend Kurzurlaub mit meiner Familie in Polen und anschließend kam auch schon der geilste Job des Jahres. Kerbholz hat mich nach Wacken mitgenommen und dort war ich auf der größten Bühne, auf der ich je gestanden habe. Wisst ihr noch, wie ich damals 2020 als Fan Mutmacher gecovert habe? Ich möchte euch mal eben 10 Sekunden mit meinen Wackenaufnahmen alleine lassen. Du bist stärker als du ahnst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst. Du bist stark, stark. Wow! Danke für diese unglaubliche Erfahrung. Am 2. September haben wir meinen Bruder Andi nachts aus seiner Wohnung entführt und ihn in einen Flieger nach Rumänien gesetzt. Dort haben wir in Bukarest seinen Junggesellenabschied gefeiert. In Rumänien werden übrigens bis zu 30 Bier am Tag getrunken, in manchen Regionen sogar mehr. Wir passten uns dem an. Und eine Woche später ging es dann los auf ganz kitschigen Pärchenurlaub. Nur Andi, Franzi, Anton und ich. Nach einer absoluten Horroranreise mit der Bahn bzw. einem notgedrungenen Mietwagen wurden es trotzdem die 10 schönsten Tage im Jahr für mich. Wir sind mit der AIDA durch Norwegen gefahren, was die perfekte Mischung aus Spaß, Abenteuer, Natur und Entspannung war. Und danach folgte eine nicht ganz so schöne Zeit. Im Oktober war alles plötzlich super stressig. Mein Auto hat den Geist aufgegeben. Böse Menschen wollten mir schaden und plötzlich musste ich mich neben allem, was gerade passiert, noch mit Anwälten austauschen. Dann war da noch ein Job, der einfach mal scheiße lief und mich psychisch den Rest gekostet hat, sowie 1000 Kleinigkeiten, die in solchen Wochen irgendwie immer dazukommen. Der Oktober hat mich meine ganze Kraft gekostet und mich leider ein Stück introvertierter gemacht. Da will ich auf jeden Fall wieder raus. Der November wiederum hat das alles aber wieder auf die richtige Spur gebracht. Wieder einmal habe ich Videos für die 1Live Krone geschnitten. Außerdem war da erst ein zuckersüßes Date mit Anton in Berlin und dann war ich noch mit Trashy für ein paar Tage in Lettland. Der Dezember ist diesmal super entspannt und weihnachtlich.
Ich genieße viele Weihnachtsfeiern mit Kunden und Freunden und kümmere mich viel um mich selbst. Dieses Jahr hatte ich wieder super tolle Kunden und durfte ein weiteres Jahr lang einen Job machen, den ich über alles liebe. Ich bin nicht nur seit mittlerweile 5,5 Jahren selbstständig, sondern bin seit über 10 Jahren aus dieser beschissenen Malerfirma raus. Leider sind wir im August mit Deutschrock 1 in die Sommerpause gegangen und nie wiedergekommen. Trotzdem, ich würde sagen, dieses Jahr habe ich locker 4-2 gewonnen. Ich war irgendwie in total vielen Ländern, wo ich super viel gesehen, gelernt und erlebt habe. Und ich bin ein ganzes Jahr lang mit der Prinzessin aller Entons durch ganz viele Abenteuer gegangen. Lass uns so lange wie wir können das Beste aus dem machen, was wir haben. Meine meistgehörte Band in diesem Jahr waren die Toten Hosen. Der meistgehörte Song Wir leben laut von Unantastbar. Scheinbar habe ich 675.000 Aufrufe auf YouTube erzielt. Und ich habe 581 Stunden Nintendo Switch gezockt, von der ich keine einzige bereue. Was hat euch in diesem Jahr bewegt? Schreibt es in die Kommentare.